Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Ja, heute bin ich hier am Genterneusen in dem Brassenturnier, erste Qualifying. Und ja, hier muss man ja, Brassen fangen. Das Ganze mit Fiederausrüstung. Rutenständer und Boote sind verboten, also Boote gehen ja hier sowieso nicht in Genterneusen, Holland. Und ich benutze dafür die Big Ellie 450 mit der Big River 6500, der Braid 023, offener Feeder, also Futterkorb, 100 Gramm wiegt der, und Futtermischung. Da stehen die Daten links, Brassenfutter, könnt ihr dann auf Pause stellen, euch abschreiben, wenn ihr die Mischung haben wollt. Dann hier Monovorfach, 03, Haken ist Schonhaken Raute 2. Jetzt probiere ich Grießkugeln, also die ganze Zeit habe ich mit Erbse, aber da will jetzt zuletzt gar nichts mehr beißen. Vorfach habe ich auf 50, 51 cm gekürzt und ich stehe hier an diesem Spot. Da vorne spawnt man, da muss man hier an diesem Schilf, ersten Schilfblock vorbei zu dem zweiten und dann hier so auf 85, 86 Meter. Ich habe hier schon einen Clip auf 86 Meter. So, mal gucken, ob sie auf Grießkugeln noch beißen. 28 Minuten habe ich noch, bin mittlerweile auf Platz 44 abgerutscht. Ich war zwischendurch schon mal auf Platz 3. Zuletzt, als es noch gut lief, war ich auf Platz 17. Ah ja, Grießkugeln beißen sie jetzt. Aber eine kleine, eine ganz kleine. Ja, so höchstens 600 Gramm. Aber zwischen 600 und 700 Gramm. Und die fangen schon wieder einzigartige hier. Junge Brasse, 400 Gramm sogar nur. Also auf Grießkugeln beißen dann die jungen Brassen. Ärgerlich. Eine probiere ich noch, wenn dann wieder nur eine junge beißt. Nehme ich wieder Erbse. Da will jemand wissen, ob ich noch lebe. Klar lebe ich noch. Jetzt fangen sie alle wieder einzigartige. Ich glaube, ich muss gleich wieder auf Erbse wechseln. Die Bisse kommen zwar schneller jetzt mit Grießkugeln als mit Erbse, aber das sind alles nur so kleine Mistviecher. Wieder nur so 400 Gramm, noch nicht mal. Die ist noch leichter. Jo, 351 Gramm, nee, ich muss wieder Erbse nehmen. Das geht ja gar nicht klar.
War noch eine einzigartige, mindestens. Und noch Trophys. Wenn ich hier noch unter die Top 20 kommen will. Eine einzigartige habe ich schon mit 2,4 Kilo, knapp 2,5. Zwei Trophys und sonst nur Kleinkram. Also richtig gut läuft das nicht hier für mich. Obwohl ich eine einigermaßen gute Futtermischung habe hier. Hauptsächlich Brassenfutter, ein bisschen Weißfischfutter noch mit rein. Und Brassen-Aroma-Stoff mit rein. Ja, auf der Herbstzeit dauert es wesentlich länger, bis da mal ein Biss kommt. Komischerweise. Aber dafür sind das dann auch größere. Meistens so knapp unter 1 Kilo und knapp über 1 Kilo. Wie gesagt, zwei Stück mit 1,7, 1,8 Kilo. Drei Trophys sogar, eine 1,9 Kilo noch. Und dann die einzigartige mit 2,482. Die fangen ständig Trophys und einzigartige. Ich weiß nicht, wie die das machen. Keine Ahnung. Ob die irgendwie ein Geheimrezept haben, was noch besser ist als mein Rezept fürs Grundfutter. Komisch, auf Grieskugeln haben die schnell gebissen, ne? Wenn es auch nur kleine waren. Aber auf Erbse dauert das ganz schön lange, bis da mal ein Biss kommt. Meistens muss ich ein bisschen. Ah ja, der geht sogar mal wieder in die Bremse. Ja, sobald ich wieder Erbse nehme, das könnte ein Trophy sein. Oder vielleicht sogar ein einzigartiger. Der wäre fast nochmal in die Bremse gegangen. Oh, könnte mein zweiter einzigartiger sein. Jawohl, 2,7 sogar. Platz 37 wieder. Jetzt noch 3-4 Trophys. Haben Sie gesehen, das hat aber ein bisschen gedauert, ne, bis der Biss kam auf Erbse. So, zwei einzigartige, drei Trophys. Ich glaube, die besten 10 Fische zählen. Oder hier eventuell sogar Gesamtgewicht. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich glaube, die besten 10 zählen.
Ja, so eine 1,9er Trophy jetzt nochmal hinterher. Würde helfen. Schon wieder nur noch Platz 40. Oder jetzt noch eine einzigartige. Das wär's. Na, die hat knapp über 1 Kilo. Keine Trophy. Oder knapp unter 1 Kilo. Zwei sogar, ist sogar schon ein Trophy, aber eine kleine Trophy. Wieder 38. Das hilft mir noch nicht wirklich. Obwohl kann sein, dass hier die besten 20 Fische zählen. Weil ich bin jetzt schon bei 20 Kilo. Wenn ich die beiden einzigartigen und die drei Trophys, bin ich ungefähr bei 10 Kilo. Das sind ja dann schon vier Fische, sechs Fische um 1 Kilo rum. Das sind 6 Kilo. Also wären 16 Kilo. Also muss mehr als die besten 10 zählen. Wahrscheinlich doch die besten 20 Fische. Oder Gesamtgewicht. Kann natürlich auch sein. Und wieder Platz 40. Ich schaffe es immer wieder, mich einzuholen wieder. Ich brauche große Trophys. Einen nach dem anderen jetzt hier. Eins Achter, 1,9er Trophys. Oh, jetzt passt schon wieder gar nichts mehr hier. Oh. Noch 16,5 Minuten, dann ist die Chose vorbei hier. Morgen geht es dann zum Sander Baggersee. Zweite Quali-Runde. Ich glaube nicht, dass ich es hier noch schaffen werde, in die Top 20 zu kommen. Vor allen Dingen muss man hier in die Top 5 kommen, um morgen dann um 16 Uhr noch in den Top 20 zu sein, weil da kommen ja noch hunderte Spieler, die erst später angeln. Hier ist morgen im Laufe des Tages angeln. In 16 Stunden hat man ja Zeit, hier die 2 Stunden abzuangeln.
Aber wie es aussieht, weiß in dieser Ingame-Stunde wohl nichts mehr. 30 Sekunden noch. Dann ist die Ingame-Stunde auch rum. Wenn ich nochmal reinholen und neu auswerfen. Das dauert schon zu lange. Boah, das Futter beladen, das dauert auch Ewigkeiten. So, kommen jetzt hier noch mal richtig fette Bisse jetzt hier in der letzten Ingame-Stunde. Jetzt geht die Beißkurve nämlich richtig steil hoch zum Ende hin. Könnte man Glück haben, vielleicht noch mal eine dritte einzigartige zu fangen. Ist noch nicht mal eine Trophy. Die dürfte so um 1 Kilo rum haben. Tickt runter, tickt drüber. Jo, tickt drüber. Also keine Trophy. Immer noch Platz 40. Mal schauen, was die anderen haben, die ganz vorne sind. 39 Kilo. Wie machen die das denn? 3 Kilo einzigartige. Die haben alle 3 Kilo Dinger. 2,7er. Der hat jetzt auch eine 3 Kilo. 3,7. 3,7 Kilo sogar. Wow. So ein Ding hätte ich jetzt auch gern nochmal. Wahnsinn. Bin ich ja lächerlich mit meinen 21 Kilo hier. Wahnsinn. Naja, Glück gehört natürlich auch dazu, ne? Aber dass immer die anderen das Glück haben, nie habe ich das Glück, Emmy.
Zweimal habe ich es erst ins Halbfinale geschafft. Einmal war ich davon sogar Sieger im Qualifying. Ersten Platz gemacht im Qualifying. Beim zweiten Mal war ich irgendwo zwischen Platz 10 und Platz 20, ich weiß nicht mehr genau wo. Hab's aber auch ins Halbfinale geschafft. Und einmal habe ich es auch ins Finale geschafft, ja. Aber da bin ich dann im Finale Letzter geworden, 20. Platz. Weil er hat gar nichts gebissen. Absolut nicht ein Biss gehabt. 2 Stunden, also 8 Ingame-Stunden. Nicht ein Biss. So, kann jetzt noch mal was beißen hier. 9 Minuten noch. Ne, sieht nicht so aus, als wenn hier noch mal was beißen will. Oh doch. Weiß in dem Moment, wo ich noch mal einen Meter reinziehen wollte. Habe ich aber Glück gehabt, dass der noch gebissen hat. Meistens geht das schief. Und noch mal eine mit 1 Kilo, wieder Platz 38. Aber wenn ihr das Video seht, dann ist natürlich schon für mich morgen. Also am Abend bin ich dann, wenn ihr das Video seht, bin ich abends um 19 Uhr dann am Sander Baggersee. Ihr seht das Video immer sozusagen einen Tag versetzt. Weil Wettbewerb geht bis 22 Uhr. Und das werde ich dann nicht mehr hochladen und freischalten. Das bringt nichts, das mache ich dann morgen früh. Werde ich es hochladen und öffentlich machen. Also, wie gesagt, heute ist Dienstag und Mittwochvormittag ist das Video dann online. Kann sein, dass dann die nächste Zeit nach dem Turnier auch ein paar weniger Videos kommen werden, nicht mehr jeden Tag. Weil da habe ich jetzt die letzten 2, 3 Monate jeden Tag ein Video hochgeladen. Habe jetzt auch keine vorproduzierten Videos mehr. Und ist auch nichts Interessantes Neues.
wo ich Videos vorproduzieren könnte. Muss er jetzt nur noch Level bis Level 75 und dann kommt Kongo. Dann werde ich da noch ein paar Videos zeigen, Kongo. Und dann ist die zweite Staffel sowieso erstmal vorbei. Außer es kommt dann noch wieder ein neues Gewässer. Neue Level. Dann geht es dann natürlich auch wieder weiter. Millimeter zu früh losgelassen und gleich 3 Meter zu kurz. Also Millimeter auf der Skala beim Auswerfen sind hier schon 3 Meter bei der Fiederroute. Wow. So, 4 Minuten noch. Im Moment halte ich mich auf Platz 38. 36? Ja, Platz 36 sogar. Ist aber nichts Berauschendes. Gucken wir, ob auf 83 Meter auch noch mal einer beißt. So, 3,5 Minuten noch. Ganz kurz vor Ablauf werde ich nochmal ins Inventar gehen. Nochmal zeigen, welche Fische ich alle gefangen habe in der Zeit, in den 8 Ingame-Stunden, 2 Realtime-Stunden. Geht natürlich nur um Brassen hier jetzt. Wenn man hier mit 3 Fiederrouten arbeitet und einer Spinroute, dann fängt man natürlich auch dementsprechend mehr Fische in der Zeit. Bekommt man auch einen Kescher voll. Also einen 100 Kilo Kescher kann man hier voll bekommen. Über den ganzen Tag. Ich glaube nicht, dass noch mal einer beißt. Platz 37 hat doch noch mal einer geschafft, mir einen Platz zu klauen. Na, wie scheint auf 83 Meter will nichts beißen. So, bei 50 Sekunden hole ich die Route rein. Sonst schaffe ich es nicht mehr ins Inventar, bevor die Zeit abgelaufen ist. Jo, jetzt. 80 Meter einkurbeln, das dauert ja auch eine Zeit.
So, schauen wir mal. Ja, zwei junge Brassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 normale, 1, 2, 3 Trophys, Größe mit 1,9, 1,8 und eine 1,2 und zwei einzigartige. Eine mit 2,4 und eine mit 2,7. Ja, insgesamt 23,28 Kilo. Gerade mal die Reisekosten drin. Und Lizenzkosten. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich schmeiße mal hier vorne hin. Beißt er jetzt nochmal auf schnell eine Brasse hier auf 21 Meter. Nö, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aus die Maus. Platz 39. Jo, nicht berauschend. Hätte besser laufen können, meiner Meinung nach, meinem Wunsch entsprechend nach. Wäre gern hier jetzt schon ins Halbfinale gekommen. Ja, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.